Wegen starker Magenbeschwerden stand ihr Einsatz bis zur letzten Minute auf der Kippe. Tamara Tettem konnte die Tage vor dem Spiel nicht trainieren. Erst am Nachmittag hatte der Arzt sein Okay gegeben. Auf dem Feld merkte man davon aber nichts. Von Beginn an war die Kanadierin präsent. Das Spiel aber machten die Wasserburgerinnen. Nach der Hinspielpleite wollten sie ihre letzte Chance nutzen. Seit 2002 hat es kein Finale ohne den TSV gegeben. Doppelt Motivation also für die Gäste. Mit schnellem Passspiel und guter Trefferquote aus der Distanz lagen sie schnell mit 15:7 vorn. Angetrieben von rund 500 Zuschauern in der ausverkauften Halle kamen die Gastgeberinnen besser ins Spiel. Tamara Tettem sorgte in der 8. Minute mit dem 17:15 für die erstmalige Führung der Lions. Kurz vor Ende des ersten Viertels konnte Laura Hebecker den Vorsprung auf 22:16 ausbauen. Trainer Martin Dornhoff hatte nicht häufig Grund, sich zu ärgern. Jede Spielerin übernahm Verantwortung, wie hier Kapitänin Michaela Abelova. Wasserburg aber hielt dagegen, konnte immer wieder verkürzen und Jessica Höthmann gelang mit ihrem Dreier der 26:26 Ausgleich. Die Führung eroberte Halle postwendend zurück. Bis zur Halbzeit erarbeiteten sie sich einen 10-Punkte-Vorsprung, 42:32 der Pausenstand. Das freute auch den neuen Trainer der Lions. Patrick Beer wird in der kommenden Saison das Team von Martin Dornhoff übernehmen. Zu welchen Höchstleistungen der sein Team antrieb, zeigte sich einmal mehr zu Beginn der zweiten Hälfte. Halle baute die Führung auch dank der überragenden Tamara Tettem bis auf 14 Zähler aus. Gästetrainer Hans Brey nahm eine Auszeit und appellierte an sein Team, besonders in der Verteidigung besser zu stehen. Das setzte der deutsche Meister auch gut um. Halle schien von der aggressiven Manndeckung überrascht und ließ sich ein ums andere Mal den Ball abnehmen. Bis auf 4 Zähler kamen die Gäste heran. Die Sensation schien zu wackeln. Doch Halle behielt die Nerven, verlor zwar das letzte Viertel, das Spiel aber gewann der Außenseiter mit 78:72 und steht damit sensationell im Finale um die deutsche Meisterschaft. Einfach unglaublich, komm mal. Ich habe so echt lange gewartet für diesen Moment und endlich ist das passiert und ich bin ganz so auf die Mädels, auf das Team, weil Anfang war es schwer für uns, die Saison, aber jetzt ist doch endlich passiert. Ich habe nur versucht, mein Bestes zu geben. Es lief einfach gut für mich, darüber freue ich mich sehr. Wir sind eine ganz junge Mannschaft, ja. 7 Spieler sind 20 und jünger, also normalerweise geht sowas gar nicht. Wir müssen das durch erhöhte Laufbereitschaft ausgleichen. Und das haben alle getan, die auf dem Spielfeld waren. Und dadurch kommt dann eben so ein Teamwork zustande, wo so Routine und Kampfkraft von den Wasserburgern ein bisschen abprallt. Im Finale soll das Wunder weitergehen. Der Gegner wird morgen zwischen Wolfenbüttel und Marburg ermittelt.